schönes Bild hier, die beiden nebeneinander, wie die besten Freunde. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Halbfinale von Jurassic Battle. Und heute haben wir wieder einen sehr, sehr spannenden Kampf vor uns. Es treten nämlich gegeneinander an der Allosaurus mit Melvina gegen den Indominus Rex mit Kind Krumnau. Das wird, denke ich mal, sehr, sehr spannend werden. Aber wir müssen natürlich wieder erstmal beiden Kandidaten jeweils eine weitere Modifikation zulosen. Das machen wir jetzt auch mal für den Allosaurus. Der ist ganz oben links, der erste. Das ist sehr gut. Und dafür müssen wir natürlich wieder unser Rädchen drehen. Das rufe ich immer auf. Und dann drehe ich es zweimal, müssen wir es drehen. Für zwei Zahlen. Da haben wir zum ersten die... Wo war es denn das? Die 4. Das war sehr knapp. Und die 1. Alles klar. Mit diesen zwei Zahlen können wir natürlich unsere Modifikation wieder ermitteln. Dafür blende ich das Rad wieder aus. So. Und dann fangen wir an zu zählen. Wir lassen natürlich jetzt beim zweiten Mal auslosen die Modifikationsstränge wieder aus, wo schon eine Modifikation vorhanden ist. Das heißt, da wo ein Stift ist. Und dann fangen wir an zu zählen. 1, 2, 3, 4. Angriff. Sehr, sehr gut. Und wir lassen wieder die erste aus. Und da wir die 1 haben, nehmen wir sozusagen die zweite. Ich habe das ja beim letzten Mal erklärt. Falls ihr es nicht ganz verstanden habt, guckt euch das letzte Video an. Da habe ich erklärt, warum ich hier die erste Modifikation auslasse. Ist im Prinzip ganz simpel, weil hier einfach keine Modifikation vorhanden ist. So, Härte der Zähne 5.0. Das klingt gar nicht schlecht. Bringt auch 21 Angriffspunkte dazu. Das ist wirklich mega, mega gut. Das wird der Allosaurus auf jeden Fall gegen den Indominus Rex brauchen. Ich würde sagen, wir wenden es an. Und dann ist der Allosaurus bei einem Angriffswert von 139 und einer Verteidigung von 33. Eieiei, das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Und ich glaube, mit diesen Werten hat der Allosaurus wirklich eine Chance gegen den Indominus Rex. Aber wir werden sehen, wie er sich dann im Kampf schlagen wird. Und dann kommen wir auch schon zum Indominus Rex, alias Kind Krumnau. Dem losen wir natürlich auch eine weitere Modifikation zu. Den haben wir hier. Genom. Und der hat auch hier eine Aussehensmodifikation bereits und eine Verteidigungsmodifikation. Und ich würde sagen, wir rufen wieder unser Rädchen auf und drehen das Ganze zweimal. Oh, auch die 4. Sehr interessant. Und die 7. So, dann fangen wir an zu zählen. 1, 2, 3. Das wäre dieser hier. Ist aber schon belegt, also 4. Angriff. Sehr, sehr spannend. Und davon die 7. Wir fangen beim zweiten an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Erhöhte Knochendichte 1.0. Das ist auch eine sehr, sehr gute Modifikation, wie man sieht. Angriff 11 Punkte und Verteidigung 11 Punkte dazu. Wenden wir an. Und damit ist der Indominus Rex bei einem Endwert von im Angriff 127 Punkten und in der Verteidigung von 55 Punkten. Das ist sehr, sehr ausgeglichen. Wenn mich nicht alles täuscht, hatte der Allosaurus 6 Angriffspunkte mehr, aber dafür weniger Verteidigung. Also das könnte wirklich, wirklich spannend hier werden. Und ich bin auch sehr gespannt und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an mit dem Kampf. Der Allosaurus. Er war ein großer Theropode und ist aufgrund der ungewöhnlich hohen Zahl an Fossilien der am meisten studierte Dinosaurier aller Zeiten. Sein Name bedeutet andersartige Echse. Die auffälligsten Merkmale des Allosaurus sind sein äußerst starker Schädel und seine Fähigkeit, seinen Kiefer extrem weit aufzureißen. Allerdings war im Gegensatz zu den anderen größeren zweibeinigen Fleischfressern seine Bisskraft relativ schwach.
Der Indominus Rex. Was so viel wie wilder oder unzähmbarer König heißt, war Ingens erster genetisch modifizierter Dinosaurier. Obwohl er als spektakuläre neue Attraktion gedacht war, um die Besucherzahlen zu erhöhen und neue Sponsoren zu gewinnen, war er gleichzeitig Teil eines geheimen Programms zur Entwicklung von waffenfähigen Dinosauriern. Der Körperbau des Indominus Rex erinnert stark an den des Tyrannosaurus. Was man von den Armen nicht behaupten kann, denn diese sind sehr lang und kräftig, und er besitzt drei Finger und einen opponierten Daumen, mit dem das Tier zupacken kann. Im Normalzustand ist seine Hautfarbe weiß, jedoch kann der Indominus Rex sich der Umgebung anpassen. Seine Maximalhöhe beträgt 4,6 Meter, er wird bis zu 15,5 Meter lang und sein Gewicht ist unbekannt. Es geht jetzt hier los. Die beiden sind in der Arena. Man sieht im Hintergrund den Indominus Rex. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die beiden aufeinander losgehen. Aber ich muss mich vorher noch einmal korrigieren. Der Allosaurus mit Melvina hat natürlich 139 Punkte im Angriff und somit ganze 12 Punkte mehr als der Indominus Rex und nicht nur 6, was ich glaube ich gesagt habe. Aber es könnte gut sein, dass die beiden jetzt aufeinander losgehen und dann Kampf 1 hier beginnt. Und dann werden wir sehen, wer hier stärker sein wird, weil der Indominus Rex hat ja immerhin eine ganze Stange mehr in der Verteidigung. Also bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das könnte echt knapp und ausgeglichen hier werden. Ich habe die beiden jetzt hier ein bisschen eingezäunt, damit sie endlich aufeinander losgehen. Und das tun sie jetzt auch direkt. Der Kampf beginnt jetzt. Man sieht, der Indominus Rex ist ein ganzes Stück größer als der Allosaurus. Aber der Allosaurus hat ja mehr im Angriff und schnappt hier auch jetzt direkt zu. Damit landet Melvina den ersten Treffer gegen Kind Krumnau und direkt den zweiten Treffer. Damit blutet der Indominus Rex. Kann er hier jetzt zurückschlagen? Ja, kann er. Und ich glaube, jetzt sind beide bei niedriger Gesundheit. Kann das sein? Na, nee, nur der Indominus Rex. Also falls der Allosaurus jetzt hier nochmal zuschlagen kann, was er nicht kann, könnte er es hier entscheiden. Aber ihr seht, jetzt sind beide am Bluten und bei niedriger Gesundheit. Der Indominus Rex schreit hier den Allosaurus nochmal an. Und dann rennt der Allosaurus hier ganz verwirrt weg. Der zuckt ja ganz komisch mit seinem Hals. Aber ihr seht schon, er ist echt mitgenommen. Wir schauen mal auf sein Leben. 32 hat er. Und der Indominus Rex 40. Also der hat ein ganzes Stückchen mehr. Wird hier auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden, dieses Duell. Ich weiß auch nicht, wie das ist mit den Verhältnis zwischen Angriff und Verteidigung, was da mehr wert ist, weil, wie gesagt, der Allosaurus hat halt einiges mehr im Angriff. Dafür hat der Indominus Rex einiges an Punkten mehr in der Verteidigung. Und deswegen ist der Kampf, denke ich, auch hier so ausgeglichen. Es ist voll komisch, wie der hier läuft, oder? Der ist voll mitgenommen, der Allosaurus, der Melvina. Ich hoffe, der kann sich erholen, bis die beiden hier wieder weiterkämpfen. Aber momentan scheinen die beiden gar nicht den Anreiz zu haben, weiterzukämpfen. Die wollen sich bestimmt erstmal beide ein bisschen erholen. 40 Gesundheit hier und 48 beim Indominus Rex. Ich glaube, jetzt wird es hier gleich weitergehen. Noch schreien sie sich an, gehen aneinander vorbei und so weiter. Falls das jetzt hier zu lange dauert, mache ich hier auf jeden Fall einen Cut. Und ich glaube, jetzt geht's weiter, Leute. Der Allosaurus ist bei 51% und der Indominus Rex bei 59%. Der Kampf geht weiter. Jetzt könnten wir hier eine Entscheidung bekommen und der Allosaurus schlägt hier zu. Aber der Indominus Rex schlägt hier direkt zurück. Wieder sehr, sehr ausgeglichen. Vielleicht gehen die beiden jetzt nochmal auseinander. Ja, sieht nicht so aus. Der Indominus Rex schlägt nochmal zu. Und ich glaube, könnte es jetzt für den Allosaurus gewesen sein. Oder auch nicht. Trennen die beiden sich hier nochmal. Eieiei. 12 Gesundheit nur noch beim Allosaurus und 29 beim Indominus Rex, jetzt 30. Da hätte der Indominus Rex wirklich diesen Kampf beenden können bzw. sollen. Hat er aber nicht. Und damit geht dieser Kampf weiter. Die beiden werden sich jetzt wieder erstmal ein wenig erholen. Und dann geht es hier weiter. Und dann können wir hoffentlich einen Sieger hier küren. Ihr seht, dieser Kampf ist wieder mega, mega ausgeglichen. Also
viel krasser ausgeglichen kann es hier gar nicht sein. Ich bin sehr gespannt, wer hier das erste Duell für sich entscheiden kann. So Leute, ich glaube, es geht weiter hier. Der Indominus Rex ist in Kampfstellung, der Allosaurus ist bei 31% Leben, der Indominus Rex schon bei 49%. Also der scheint sich auf jeden Fall viel, viel schneller zu regenerieren. Das ist echt ein Vorteil für den Indominus Rex. Und er schlägt hier zu. Oh, 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 ich glaube, das sieht jetzt gar nicht gut aus für Melvina mit dem Allosaurus. Falls Kind Krumlau jetzt hier noch einen Treffer landen kann, dann war es das, glaube ich, für den Allosaurus. Und das kann er. Und ich glaube, damit kann der Indominus Rex diesen Kampf für sich entscheiden. Der Kopf von dem Allosaurus ist auf jeden Fall unten. Und der Indominus Rex schlägt hier jetzt auch zu, bringt den Allosaurus zu Boden und beendet das Ganze mit einem Genickbiss und entscheidet somit den ersten Kampf für sich. Herzlichen Glückwunsch, Kind Krumlau. Das war wirklich ein spannender, spannender Kampf und sehr, sehr ausgeglichen. Ich glaube, der Allosaurus hätte dem Indominus Rex nicht so viel Zeit zwischen den Kämpfen lassen sollen, weil der Indominus Rex hat sich einfach viel, viel schneller regeneriert und so weiter. Und das war wirklich ein Nachteil für den Allosaurus, der ja viel, viel mehr im Angriff hat. Also er muss wirklich am Anfang richtig reinhauen. Vielleicht kann er das ja im zweiten Kampf hier ein wenig besser anstellen und den Indominus Rex somit zu Boden bringen und hier ausgleichen. Und damit sind wir beim zweiten Kampf. Ihr seht, ich habe die beiden wieder von dem Futter abgetrennt. Die letzte Ziege, die hier noch im Gehege ist, die gönnt sich gerade der Indominus Rex. Und dann sollten die beiden hier so bald wie möglich aufeinander losgehen. Stehen auf jeden Fall schon wieder dicht auf dicht. Und kommt es jetzt hier schon zum Kampf? Oder sind die beiden noch nicht so hungrig, dass sie es für nötig erhalten, aufeinander loszugehen hier? Anscheinend nicht. Die beiden laufen erstmal wieder voneinander weg. Aber jetzt haben sie, glaube ich, die Fährte des jeweils anderen aufgenommen. Und ja, haben sie. Und jetzt geht's hier los mit Kampf 2 zwischen dem Indominus Rex und dem Allosaurus. Das Ganze diesmal aus der Sicht von dem Indorex. Und der Indorex bekommt hier direkt einen starken Treffer von dem Allosaurus. Und direkt den zweiten hinterher. Wenn der Allosaurus jetzt den dritten Treffer landen kann, dann sieht das hier sehr, sehr gut aus für den Allosaurus mit Melvina. Kann er aber nicht. Er kriegt hier die Antwort von dem Indominus Rex. Und zwar in Doppelpack. Also das ist, glaube ich, wie beim letzten Mal. Die beiden schenken sich hier nichts. Sind jetzt beide bei niedriger Gesundheit wieder blutüberströmend. Und trennen sich erstmal. Und jetzt tickt die Zeit wieder für den Indominus Rex. Denn dieser regeneriert sich wirklich ein bisschen schneller als der Allosaurus. Das heißt, je mehr Zeit hier verrinnt, desto schlechter sieht das hier aus für den Allosaurus. Aber wir werden sehen. Ich bringe euch wieder zurück, sobald es hier weitergeht. So Leute, es geht hier jetzt, glaube ich, weiter. Das ging jetzt hier sogar recht schnell. Der Indominus Rex geht hier, glaube ich, schon. Ah, geht er nicht? Ich dachte, er geht jetzt schon in Kampfposition. Aber die beiden sind bei 46 bei dem Indominus Rex und 39 Leben bei dem Allosaurus. Also es sollte hier gleich weitergehen. Aber ihr seht, der Indominus Rex hat hier auf jeden Fall wieder ein wenig die Nase vorn vom Leben. Ich weiß gar nicht, ob er sich schneller regeneriert oder ob ich mir das mal einbilde. Gute Frage, ne? Jetzt schreien sie sich an, laufen nebeneinander, wollen noch nicht wieder kämpfen. Aber ich glaube, der Allosaurus sollte sich hier nicht so viel Zeit lassen. Das ist wirklich nicht gut für ihn. 51 und 43. Okay, ich glaube, die beiden regenerieren ungefähr gleich schnell. Habe ich mir das nur eingebildet im Kampf vorher. Aber das ist krass, dass der Indominus Rex mit 12 Punkten weniger im Angriff den Allosaurus so viel Schaden hier macht. Also der Indominus Rex scheint hier wirklich eine wahre Kampfmaschine zu sein. Das wird ganz, ganz schwierig werden für den Allosaurus hier, das Ganze noch zu drehen. Aber möglich ist alles und ihr seht... Oh, ne, jetzt habe ich mehr... Okay, ich dachte gerade, der Allosaurus hat auch 56 Leben, aber... Nee. Der Indominus Rex ist hier auf jeden Fall vorne, was das Leben angeht. Und ich glaube, jetzt geht's hier weiter. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Wir sind bei 58% beim Indominus und 51% beim Allosaurus. Also ganz klar der Vorteil hier beim Indominus Rex.
Jetzt nicht mehr. Jetzt ist der Indominus Rex bei 27. Und wenn der Allosaurus jetzt... Ja, ich sollte gar nicht anfangen zu reden. Er kriegt ihn natürlich auch direkt die volle Breitseite von dem Indominus Rex. Der nächste Treffer könnte hier entscheidend sein. Wer kann diesen landen? Eieiei. Das ist wirklich wieder super spannend. Und der Indominus Rex schlägt zu. Und ich glaube, es könnte jetzt hier schon der Kampf gewesen sein. Aber ist es nicht. Die beiden trennen sich wieder. Wie beim letzten Mal. Der Allosaurus nur noch mit 11% Leben. Und der Indominus Rex mit 29%. Also wieder mega, mega knapp. Aber ist, glaube ich, fast wie eine Wiederholung vom letzten Kampf, kann das sein? Das kommt ganz häufig vor, tatsächlich, dass beide Kämpfe ziemlich identisch sind. Aber es kann auch mal vorkommen, dass die wirklich ein bisschen variieren. Allein schon durch die Regenerationszeiten hier, wenn gerade nicht gekämpft wird und so. Das ist ja dann vom Leben her immer ein bisschen anders wieder, wenn die beiden weiterkämpfen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Geht's jetzt hier schon weiter? Oder lassen die beiden hier noch einige Zeit verstreichen? Ich glaube, zweiteres ist hier der Fall. Und ich würde sagen, ich bringe euch zurück, sobald die beiden weiterkämpfen. Der Indominus Rex sieht wirklich cool aus, oder? Also gefällt mir mega, mega gut. Ja, jetzt ist er gerade ein bisschen im Schatten. Aber ich finde, der sieht so nice aus. Guckt ihn euch an. Also Hammer. Auch ein bisschen mit dem Blut im Gesicht. Das sieht schon gefährlich aus. Und die beiden sollten jetzt auch eigentlich weiterkämpfen. 48%, 49% beim Indominus und 32% beim Allosaurus. Also ganz klar mal wieder der Vorteil bei dem Indominus Rex. Und das wird ganz, ganz schwierig für dich, Melvina, mit dem Allosaurus. Falls du es hier noch schaffen kannst, dann wäre das wirklich eine Sensation. Ja, wir werden jetzt sehen, die beiden scheinen jetzt hier weiterzukämpfen. Ihr seht, die Lebenspunkte beim Indominus Rex klar höher. Und damit ist er jetzt hier klar der Favorit im zweiten Duell. Und wenn er dieses zweite Duell hier gewinnt, dann entscheidet er auch diesen Kampf für sich. Und das sieht ganz danach aus. Der Indominus Rex schlägt hier nochmal zu. Der Allosaurus ist blutüberströmt, sehr geschwächt. Kriegt hier nochmal einen Treffer ab. Und damit ist der Kopf gesenkt beim Allosaurus. Und Kind Krumnau mit dem Indominus Rex schnappt sich hier Melvina. Bringt ihn zu Boden. Und damit ist der Allosaurus ausgeschieden. Und der Indominus Rex im Finale. Herzlichen Glückwunsch, Kind Krumnau. Du bist eine Runde weiter. Du hast es geschafft in das Finale hier. Und falls du das Finale, ich glaube, das ist gegen den Suchomimus, für dich entscheiden kannst, dann gewinnst du hier auf jeden Fall auch einen Preis an dich, lieber Melvina. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. War wirklich sehr, sehr spannend mit dir. Du hast es wirklich weit gebracht. Hast dich wirklich tapfer und sehr gut geschlagen. Wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Und das war's mit dem zweiten Halbfinale von Jurassic Battle. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. War mega cool. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Feedback unten in den Kommentaren beziehungsweise über ein Like freuen. Damit verabschiede ich mich. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, macht's gut. Euer Dandy.